Aber ich glaube, zuletzt hatte ich mich beim Trader verkrochen. Da gucken wir mal, dass wir uns irgendwo eine kleine Hütte suchen. Richten wir das hier einmal anders ein. So. Ja, ein kurzer kleiner Ladescreen. Laden, laden, laden. Jetzt leider immer so ein bisschen länger. Aber nichtsdestotrotz. Achso, jetzt können wir hier. So. Das ist der einzige Nachteil an der Mod, dass der halt die ganze Zeit immer diese immensen Ladezeiten hat. Aber sonst ist der echt ganz cool. Ah, müsste jetzt fast soweit sein. Los, gib mir die Welt. Die Welt ist nicht genug. Schon wenn er so im Seitenprofil das abcuttet. So ein bisschen was von ägyptischer 2D-Malerei. Völlig überladen. Was? Ich hatte doch noch Sachen weggetan eigentlich. Oder hatte ich das noch nicht gemacht? Okay, hatte ich noch nicht gemacht. Ach, ich war noch bei der Quest zugange, genau. Die Berufsquests, die hier maßgeblich sind in dem Spiel. Oh, so ein Verband. Verband in Ehren kann niemand verwehren. Ja, es ist relativ uninteressant erstmal. Essen, trinken haben wir noch ein bisschen. Okay. Hm, welches ausnehmen wir mal? Guck mal erstmal. Kleiner Stein gesammelt. Zack. Boah, ist so merkwürdig, wie schnell das Ganze reagiert. Gerade in der Runde Phasmophobia. Ist man immer so langsam unterwegs und jetzt einfach so, oh, zack, fertig. Und auch die Reaktion, wie schnell der Charakter läuft, ist okay. Oh, höre ich hier schon was? Nee? Nee, okay, ich dachte, da schleicht sich jetzt gerade schon ein Zombie an. Oh. Tja, ich wollte das sagen, irgendwas höre ich. Oh,
das war zu nah dran. Das war natürlich schlau. Ich muss mal nach Nestern gucken. Dann kann ich mal einen Bogen bauen. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Da kommt man dann ein wenig besser mit voran. Muss man nicht alles hier zu Fuß töten. Aber eben hier einmal für die Quest alles machen. Da müssen wir uns hier noch eine Hütte raussuchen, die wir dann umbauen als ein kleines Zuhause. Ich bin ja gerne faul und nehme irgendwelche Hütten, die schon einen Bunker irgendwo drin haben oder so. Das macht es dann einfacher. Aber bauen ist nicht so mein Favorite. Da, wo es sein muss, okay. Aber ansonsten bin ich in solchen Spielen eher ein Jäger. Und habe dann da auch dann meinen Spaß. Auch wenn ich gerne mal nicht treffe. Oh, manchmal klappt es ganz gut. Zack. 3, 2, 1, meins. Oh, Lehmbohnen. Darf ich auch noch sammeln. Zack. Nehmen wir mit. Und da ist natürlich für den Anfang, kann man übrigens nur empfehlen, unabhängig davon, welche Klasse ihr habt, gibt es eine Sache, die macht euch das Leben natürlich immens leichter. Und zwar, hier war es noch bei, der Mining Skill. Einfach mehr Schaden beim Abbauen, dann geht halt alles schneller, weil sammeln müsst ihr. Also jeder Jäger... Entweder hat man einen zweiten Spieler, der für einen baut und sammelt und alles tut und man muss nur hin und her laufen. Ist natürlich auch angenehm, aber klappt meistens nicht. Von daher, ums Sammeln kommt man nicht herum. Das ist halt ein Sammel-, Bau-, Jagd-Spiel. Außer du bist in der Gruppe. Dann ist es okay, aber in der Version hier wird es dann natürlich nicht gehen. Wie viel Leben soll ich denn sammeln, Mensch? Na gut. Mal so ein richtiges Loch hier hin, ne? Ne, ist vor allem cool so am Anfang ohne richtig Ausdauer. Dann buddelt man in Slow-Motion. Okay, 400 Leben haben wir, das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir noch ein paar mehr kleine Steine und Holz. Ein kleiner Stein. Alles bringt uns dem Ziel ein wenig näher, wenn auch nur in kleinen Schritten. So. Oh, hier Vogelnest. Sehr gut. Schon mal 15 Federn. Das gibt ein paar Pfeile. Je mehr Pfeile, desto besser. So, Holz kriegen wir auf dem Weg auch gleich voll. Das geht fix. Dann nehmen wir noch ein paar von den großen Steinen zusammen. Du, ob jetzt viele zugucken oder nicht, ist mir natürlich völlig egal, weil ich brabbel gerne den ganzen Tag. Und dann einfach mal durchswitchen. Und ich probiere es auch, wenn nur 2-3 zu gucken, jetzt einfach mit einer guten Bandbreite zu machen. Wenn dann einfach der eine nicht so der Minecraft-Fan ist, kann er das da rausnehmen. Oder eben auch andersrum, wer jetzt lieber das eine Spiel hat, im Arsch. Ich glaube, das ist von der Bandbreite schon gut. Aber alles gemoddet, nichts normal. Das finde ich ist das Schönste. Normal spielen war gestern. Das macht dann noch den kleinen Unterschied. Ja genau, mit YouTube ist es natürlich dann besonders praktisch. Also ich nehme das, was ich live streame. Das könnt ihr ja immer eine Woche lang noch im, auf Twitch nachverfolgen. Gerne auch einfach ein Like da lassen, wenn es noch nicht passiert ist. Da freue ich mich über jeden weiteren. Ein bisschen Gemüse hier sammeln. Ja, Among Us, ja. Finde ich ganz cool. Aber in Random Gruppen, ich weiß nicht. Da
bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob Among Us denn. Muss man mal gucken, aber im Moment, es ist ja auch nach wie vor, habe ich ja in erster Linie noch eine Familie, einen Job und ein Kind. Und noch ein viertes Spiel dazu, ich glaube, das wird nichts. Also, es ist jetzt schon nicht garantiert, dass ich eine Regelmäßigkeit bei drei Spielen hinkriege. Aber auf YouTube zurückzukommen, die ganzen Aufnahmen packe ich auch noch auf YouTube mit drauf. Da sage ich jetzt auch nicht, da kommt eine am Tag oder da kommt dieses, was ich habe, stelle ich rein und dann kommen halt mal alle paar Tage mehrere. Also auch die Folgen hier laufen dann da. Oder wer jetzt sagt, oh, Minecraft hört sich toll an, hätte ich gerne gesehen, dann einfach auf den YouTube-Kanal gehen. Da sind dann die ganzen Minecraft-Videos noch drauf. Sind auch jetzt schon 8 Folgen, glaube ich, mittlerweile. Das läppert sich also. Ja, so wenn wir 10 intern zusammenkriegen, fände ich das cool. Aber als ich beim letzten Mal, da warst du glaube ich noch nicht mit deinem TS, da hatte ich in die Runde gefragt, da fanden viele das Spiel nicht so klasse. Aber ja, wenn wir 10 intern zusammenkriegen, bin ich auf alle Fälle der Letzte, der sagt, nee, habe ich keinen Bock. Wie regelmäßig muss man da gucken, aber mal probieren in jedem Fall. In anderen Streams sah das Spiel auf alle Fälle toll aus, also die Idee finde ich gut. Achso, hier ist die Fahne da oben. Ich denke gerade, was dreht sich denn hinter dem Typen? Ja, ihr Typen da oben. Ihr Typen, die ihr nicht auf Zombies schießt, wenn sie kommen. Und schon wieder reparieren. Ach, Steine noch. Steine. Da hinten die. Ich mag diese kleinen Brocken hier. Die sind ganz gut. Die geben immer noch irgendein Mineral dazu, wenn man es abbaut. Und die geben einen Hinweis, was wohl da drunter ist. Also wenn ihr so einen Stein weghaut und der gibt beispielsweise Eisen ab, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr relativ nah unter diesem Stein auch Eisen im Boden findet. Genauso mit allen anderen Erzen. Das vermischt sich dann. Ja, ich sag mal, Among Us ist natürlich auch enorm wichtig, was man da, was man für Mitspieler hat. Weil es da natürlich stark von abhängig ist, wenn du dann einfach irgend so einen Dumpfbacke hast, die einfach nichts versteht und einfach nur blind irgendwen anvotet, macht das natürlich wenig Sinn. Dann hat man da auch wenig Spaß bei, glaube ich. Da kann man sich dann auch in die Haare schmieren. Oh, ich wollte gerade sagen, warum geht das so langsam? Falsche Waffe. Ich mag diese Mod einfach. Also von den ganzen Mods finde ich, ist die hier auch mit die beste. Einfach, weil es ein großes Inventar hat. Und diese ganze Zombie- und viele Level-Geschichte finde ich einfach schon echt gut. Die macht es einfach total interessant. Einfach mehr Abwechslung. Und ihr seht jetzt auch schon am Horizont, das ist das, was ich in den letzten Folgen mal sagte, hier laufen einfach viel mehr random Zombies rum. Und nachts sind die halt auch schon mal direkt eine Ecke stärker. Und er hat gesessen. Zack. Zack, zack. Das ist mein neues Lieblingswort. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So oft es geht. Gleich haben wir die Steine auch zusammen, dann ist die Quest fertig. Und dann bauen wir uns direkt einen Bogen. Und dann gehen wir ein bisschen in die Aim-Schule. Und einfach nochmal durch ein Gebäude. Ah, ich finde es dann einfach auch schön. So. Oh, so eine ist das. Ja. Also ihr seht, die Quests sind auch etwas aufwendiger gestrickt. Das ist dann einfach mal, mach mal 1000 davon, mach mal hiervon was, mach mal davon was. Ob man das jetzt so braucht, weiß ich nicht, aber gut, es ist die Quest. Hier schon mal den Bogen für den Steinpfeil. Ach so, brauchen wir wieder Schabfelsen. Das ist übrigens auch gut. Man kann auch mit Stofffetzen hier, wenn man sich Baumwolle angepflanzt hat und ist das ganz praktisch. Kälte wir schon, brauchen wir weniger Hitze, Kälte. Nur ja, wenn wird es nachts kalt.
das die gleiche. So. Das ist natürlich auch gut. Da machen wir es mal anders. Rüstungswert 6. 6. Ja, okay. Gut. Das ist schön, bei der Arbeiterquest kriegt man einfach schon mal die, den Bergarbeiterhelm. Das ist ganz gut, weil man sich nachts in der Mine verkriecht. Dann nehmen wir den Bogen hier zu, den Hammer. Ja. Irgendwann brauche ich den mal, aber erstmal nicht. Okay, wir gehen hier einfach schon mal. Packesel. Ich brauche einfach das Inventar. Achso, bei den Klassen. Jetzt kann man sehen, die eine Quest ist schon ein bisschen weiter. Jetzt kann man hier nämlich auch schon eine glückliche Sammler. Kann man den Loot erhöhen? Das einmal. Gucken, wie viele Punkte. Ist natürlich gut. Abbauen und Loot. Das ist am Anfang natürlich maßgeblich, um einfach auch dann aus allen Kisten viel Munition und so weiter zu bekommen. Packesel könnte ich jetzt. Ja, achso, müsste ich erstmal einen reinsetzen. So. Der Packesel, der Pack. Was wollte ich jetzt? Den. Ach genau, den normalen Looting Skill. Ein, zwei Kisten habe ich ja schon aufgemacht. Ganz unten. Quality Joe. Erhöht Beuteebene. Und für den brauchen wir Scavenging 10. Spülung. Spülung 10. Den haben wir noch nicht. Dann bringen wir mal das Zeug hier in die richtige Bahn. Wir brauchen nämlich jetzt noch Stock. Ganz einfach Stock. Machen wir mal 20 Stück. Da brauchen wir nicht so viele, weil da kommen mehr raus. Die werden direkt gedoppelt. Und Sharp Felsen. Felsen. Sharp Felsen. So. Achso, ja, machen wir auch mal. 50. Achso, auch die werden gedoppelt. Hätte man nicht gebraucht. Sehr schön. Gucken wir mal. Dann machen wir davon jetzt nur noch mal 25. Dann reicht das. Ja, Aim-Schule. Hm. Ja, Ravenheart war auch gut, aber die fand ich schon etwas zu extrem fast. Ravenheart ist, also da sind die Zombies noch krasser, finde ich. Von der Schwierigkeit, der selbst wenn man die einfach einstellt, sind die viel, viel zäher und man stirbt am Anfang viel öfter. Das macht natürlich dann auch noch was aus. Hier bin ich halt nach hinten raus, werden die Zombies richtig mies mit den Dämonen und all und den Laboren unterirdisch. Da ist man natürlich schon mal. Man hat halt hinten raus einfach mehr ein Ziel. Ich finde, bei der Vanille hat man einfach das Problem, wenn man das Spiel weiter spielt und spielt, dann ist man irgendwann, hat man alles gefunden und man muss nicht weiterkommen. Dann hat man ein gewisses Level, hat alles einmal hingestellt und hortet nur noch bis zum nächsten Blutmond. Und hier gibt es eben die Besonderheit, man muss, um diese Technologie zu haben, muss man allein Level 75 sein. Und um die auszuleveln, hat man hier solche Spiele wie Level 125. Also man hat hier ein High-End-Content mit reingebracht dadurch, wo man einfach sagt, du brauchst das und das Level, damit du das überhaupt machen kannst. Und da musst du halt dann eine ganze Weile nochmal Zombies töten oder bauen, um das auch hinzukriegen. Oder eben in der Mine verschwinden. Das geht natürlich auch. So, die Pfeile lege ich mir mit unten rein. Dann bleiben die nämlich. Oh, was fehlt denn? Brauchen wir mehr Stöcker? Stock. Machen wir. Machen wir nochmal 20 dazu. So um. Da können wir alle Federn verbrauchen. Haben wir wieder einen Slot mehr frei. Das ist dann auch okay. So. Essen, oh ja, Essen und Trinken müssen wir so langsam mal gucken. Das ist auch nicht verkehrt. Aber hier war so ein Automat, glaube ich. Ihr habt hier übrigens beim Essen. Oh, sie wehren sich. Sie wehren sich. Oh, die Biene ist kacke. Die will ich nicht. Die macht ihr mal. Schießen die jetzt auf die Biene oder worauf? Ich will die Biene nicht. Also jetzt tötet mich die blöde Biene definitiv, wenn ich mich der stelle. Das brauche ich gerade nicht. So, gucken wir mal von den Coins her. Schön Futter aus dem Automaten ziehen. Ja, nicht optimal. Aber am Anfang lebt man hier. Das ist total schwierig, sich hier zu ernähren. Mit einer Person alleine geht es vielleicht noch. Aber du hast hinterher echt mega Probleme, hier über die Runden zu kommen. Wenn du viele hast, die dann essen und essen und essen. Und du hast ja auch immer Lebensmittelvergiftungschance.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist mega hoch, dass du einfach dran verreckst. Oder zumindest irgendein Mali kriegst. Die treffen die Biene genauso wenig, wie ich sie treffen würde. Das ist auch schön. Jetzt sind wir mal hier. Ja, genau. So muss das laufen. Ja, so viel zu den Zombies, die einfach so nebenbei kommen. Manchmal muss man auch einfach Glück haben. Ja. Man muss nicht zielen können, wenn die Waffe gut genug ist. So einfach ist die Lauge. Genau, gucken, was wir hier noch drin haben. Also ich könnte mich natürlich jetzt auch feige hier in der Hütte verstecken, hinter den Mauern, aber das wäre mir jetzt zu simpel. Außerdem wäre es schade, wenn der Trader dann irgendwann mal kaputt ist. Den habe ich doch jetzt nicht getötet. Die haben wir auch nicht getroffen. Wow. Das ist ja uncool. Läuft jetzt gerade nicht so wie gedacht. Ja, das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass hier mehr Zombies auftauchen. Eigentlich wollte ich Blöcke bauen und die Quest machen und mir eine Basis suchen. Aber wir können natürlich auch erst ein bisschen an diesen Zombies hochleveln. Wie die da oben alle stehen und nichts tun. Dass sie sich nicht schämen. Ach ja. Morgen noch dran, besonders wenn ich so gut ziel. Da seht ihr jetzt sehr schneller geworden. Das ist ein. Der wird dann halt wild. Ja, nicht genug Ausdauer. Zack. Wie viel habe ich noch? 29. Könnte man jetzt, wenn man hier einfach ein paar Mal im Kreis läuft, den ganzen Tag machen. Deswegen ist irgendeine blöde Schusswaffe, wenn auch nur eine Pistole, einfach echt sinnvoll. Ja, ich weiß, du willst auch noch, ne? Ja. Zocken. Und noch einer. Wo bemerkt, eigentlich will ich nur die Quest machen, ne? Wie man sieht. Nur die Quest. Er ist an Blutung gestorben. Ist auch gut. So, haben wir jetzt alle einmal erwischt? Ich glaube doch. No. Alles zumachen? Gut. So, jetzt gehen wir einmal rein und holen die Sachen hier raus. Das, was ich eigentlich schon gemacht haben wollte. Einmal alles looten. Ja, die Grafik hat hier mega. Also. Ich habe ja erst noch beim letzten Update gedacht, das ist bei dem Spiel echt überflüssig, weil die haben so viel einfach nur Models und Grafik verändert. Ich spiele es jetzt auch noch bei weitem nicht auf höchster Auflösung. Also ich habe meinen Rechner aufgerüstet, der ist jetzt
guter Durchschnitt, sag ich mal. Jetzt nicht High-End, absolut noch nicht, aber guter Durchschnitt. Und habe da jetzt eben geguckt, was dann da geht. Und also ganz voll kann ich nicht. Dann schlittert das hier bei mir auch weg. Oh. Ich habe gerade gedacht, stehen jetzt irgendwelche Zombies. Nee, aber gut, ist eine Wache, nehmbar. Das kann man alles später noch auseinanderbauen. Ah, da kann man noch looten. Alles looten. Pistole zusammenbauen. Ja, eine Pistole selber wäre mir lieber gewesen, aber okay. Verschlossen. Habe jetzt keine Lust auf. Ach komm, doch, Türen gehen schnell. Türen gehen. Klong, 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 klong. Achso, ist schon entriegelt, ja. Ja, hat sich gelohnt. Nicht. Leute, eure Basis wird angegriffen. Verteidigt die mal. Muss ja die immer der Besuch machen? Hier hat einer gegen die Mauer gehauen. Oh, nice. Was ist denn mit dem passiert? Seit wann kann ich die mit einem Mal? Okay. Geil, der Bogen macht mal so richtig gar nichts. Und ich bin hungrig. Damit sinken jetzt die Werte. Das ist das nächste Problem. Wenn ihr hungrig oder zu durstig seid, dann kommt noch dazu, dass die Maximalwerte wie Ausdauer und so einfach in den Keller gehen. Das hilft dann alles nicht weiter. Mal gucken, was wir hier zu trinken haben. Ja, du bist durstig, du bist hungrig, ich weiß. Wo habe ich die Sachen jetzt drin? Okay, wir probieren einfach mal unser Glück. Das können wir tatsächlich mal benutzen. Sonst würde ich die alle scrappen, aber das ist übrigens auch ganz schön hier. Alles zuordnen, was da schon drüben ist, und aufstapeln. Das ist ganz praktisch, weil man einfach binnen von ein paar Sekunden alles rüberschieben kann. Haben wir hier irgendwie Verpflegung noch? Also trinken geht natürlich easy. Da können wir uns jetzt auch nicht bei vergiften. Ansonsten, ich liebe auch gammliges Brot hier, weil das einfach relativ viel macht und man findet später auch genug. Ja, 20% hilft ja nichts. Risiko ist überall gleich. Glück gehabt. Beim nächsten Mal vielleicht nicht so gut. Das sehen wir dann. So. Da, 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 da.